Hallo ihr Lieben und recht herzlich willkommen beim Nette Leute Treff, eurem Ü40 Freizeittreff im Ländle. Und ihr seht schon am Bild, wir haben Heiligabend und ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute und Liebe für euch und eure Nächsten. Bleibt gesund, lasst euch gut gehen und lasst euch heute schön beschenken, feiert schön, esst was Schönes. Wir haben einfach Weihnachten. Genießt es. Viele von euch sehe ich an Silvester bei unserer großen Silvesterparty auf dem Bodensee. Einige von euch sehe ich erst wieder im neuen Jahr. Und all denen wünsche ich natürlich einen ganz guten Rutsch. Kommt gut rein, denn auch wir mit dem Nette-Leute-Treff kommen jetzt ins Jahr 11 und da möchte ich mich nochmal speziell bei euch bedanken, denn ihr macht es möglich, dass es den Nette-Leute-Treff gibt. Ohne euch würde es den Nette-Leute-Treff so, wie er jetzt ist, gar nicht geben und das jetzt schon seit 11 Jahren. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, da könnt ihr stolz drauf sein. Und zur Feier des Tages möchte ich noch ein paar Leute ehren. Und zwar habe ich mir hier eine kleine Liste gemacht. Und als erstes möchte ich, und ich sage jetzt nur die Vornamen aufgrund des Datenschutzes natürlich, die Uschi, die jetzt schon 3 Jahre bei uns ist, die Erika, die schon 2,5 Jahre bei uns ist, auch der Friedemann ist 2,5 Jahre bei uns, der Steffen mittlerweile 1,5 Jahre, die Brigitte 1 Jahr, die Silke 1 Jahr, die Jasmina 1 Jahr und die Claudia auch schon 1 Jahr. Und natürlich auch alle von euch, die vielleicht dieses Jahr erst zu uns gestoßen sind. Wie gesagt, ohne euch würde es den Nette-Leute-Treff nicht geben. Ihr seid unsere Bereicherung, die wir einfach brauchen. Und ich freue mich schon auf das Jahr 2023, wenn wir wieder ganz, ganz viele tolle Unternehmungen machen, wie auch in diesem Jahr. Wir haben ganz viele Ausflüge gemacht, Städtefahrten. Wir haben alle 14 Tage unseren Stammtisch gehabt. Wir haben Kinoabend gehabt. Wir sind ins Theater gegangen. Was haben wir noch alles gemacht? Wir haben eigentlich all das gemacht, was man gerne in einer großen Gruppe gemeinsam macht und unternimmt und ich hoffe, das wird auch im Jahr 2023 so sein. Ich hoffe auch, wir können all die dunklen Zeiten, die wir jetzt in 21 und 22 hatten, mit Corona, mit Lockdown, mit Energiekrise, mit Inflation, mit Krieg und. Ich hoffe, wir können alles hinter uns lassen und das neue Jahr wieder frisch und fröhlich beginnen. So, der erste Termin im Jahr 2023 ist der 6. Januar. Freitag, der 6. Januar, da werden wir unseren ersten Stammtisch im neuen Jahr haben. Wie immer um 19.30 Uhr. Meldet euch bitte frühzeitig an über die Nette-Leute-Treff-App, per WhatsApp oder ruft mich einfach an. Wo es hingehen wird, teile ich euch natürlich noch rechtzeitig mit, damit ihr euch darauf einstellen könnt. Und bis dahin sage ich jetzt nochmal, genießt den schönen Tag oder die nächsten schönen Weihnachtstage. Schönen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns am 6. Januar. Bis dahin, tschüss, euer Nette-Leute-Treff, tschüss, euer André. Wir sehen uns und auf bald.